Ja, los zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000 auf Seiten der Atreides. Jawohl, Freunde, auch für mich die jetzt heute die erste Folge im Jahr 2020. Und ja, damit möchte ich euch allen erstmal frohes neues Jahr wünschen. Und ja, auf das 2020 ein richtig, richtig geiles Jahr wird, Freunde. Gut, wir haben ja beim letzten Mal hier die Orders platt gemacht hier unten. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiter noch ein bisschen quatschen, machen wir später, greifen wir jetzt hier die Harkonnen an. Die sind noch die ernstzunehmenderen Gegner. Der Imperator hatte lange Verhandlungen mit dem Baron. Ich fürchtete schon ein Bündnis. Aber heute hat mein Herr den Harkonnen alle Hilfe versagt. Versteht ihr? Die Harkonnen sind auf dem Rückzug in die Bestattungsebene. Sie rennen wie die Hasen. Schlagt jetzt zu, schnell, schnell! Solange die Möglichkeit besteht, sie zu vernichten. Weil ich nicht sterben wollte, gehen jetzt 1000 Männer in den Tod. My Lady, ihr sagtet doch selbst, dass die loyalen Atreides für ihren Herzog sogar sterben würden. Wir geben ihnen gerade die Möglichkeit dazu. Wir? Dank ihres kleinen Auftrittes werden meine Sardukar die Atreides mit einer Übermacht empfangen und ihnen großzügigerweise ein Kriegerbegräbnis in der Bestattungsebene zukommen lassen. Eure Großzügigkeit, my Lord, ängstigt mich. Aus gutem Grund. Ah, krass. Haben wir jetzt mal ein paar Einblicke bekommen, wie es da so hinter den Kulissen abgeht bei den anderen Häusern. Und ja, der Imperator, das ist ja der, der das Ganze hier organisiert hat sozusagen. Und ja, der ist anscheinend mit den Sardukar verbündet. Und die Sardukar verbünden sich bald mit den Harkonnen, so wie das aussieht. Und ja. Okay, wir haben jetzt quasi unseren Befehl von der Lady Ilara bekommen, die wir in dem... Entschuldigung, ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht gehört. ja, die wir im Intro gesehen haben, und dann würde ich mal sagen, legen wir direkt mal los hier mit den neuen Einheiten. Wir haben den Schallpanzer, Freunde. Sehr schön. Der Schallpanzer ist der Spezialpanzer der Atreides. Sehr langsam, wie wir sehen, 12 km/h, aber der macht richtig viel Damage auf gegnerische Einheiten. Besonderheit an dem hier ist halt, wie es hier unten steht, beschädigt jede Einheit im Feuerbereich. Das heißt, wenn auch meine Einheiten im Feuerbereich stehen, die werden platt gemacht. Da muss man aufpassen mit, aber ich glaube, das ist eine gute Abwehrwaffe. So. Ja, Ornithopter, geil. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie endlich. Voraussetzung verbesserte Hightech-Fabrik. Das ist unser Luftangriff, Freunde. Ziemlich schnell, 168 km/h. Perfekt. So, haben wir jetzt, jawohl, den Raketen. Jetzt kommen die großen Geschütze. Jetzt kommen die großen Geschütze, Freunde. Die Raketentürme, meine Güte. Ja, die haben wir schon gesehen beim letzten Mal. Die werde ich auch nur noch bauen ab jetzt. Ja, da würde ich mal sagen, Freunde. Habe ich wieder keinen Sound. Ich speichere das Ganze erstmal ab unter Mission 7. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. So, Freunde, ja, da sind wir wieder. ja, Freunde, also wie gesagt, ich musste gerade mal gucken wegen der Mucke wieder, aber jetzt passt das soweit. Und ja, genau, wie ihr gerade schon gesehen habt, ich habe meinen Bauhof geupgradet. Das heißt, wir können in dieser Mission zum ersten Mal die besseren Betonplatten bauen. Das finde ich sehr schön. Sehr, sehr nice. Und warum bewegt er sich hier nicht? Fahr doch dahin, Mensch. Und ja, Freunde, wie gesagt, also, ach, herrlich. Auch wenn, ja, wie ich eben gesagt habe, meine erste Folge im Jahr 2020, das heißt, ja, mein Urlaub neigt sich dem Ende entgegen. Was ist nicht so toll, finde ich. Aber, Freunde, ja, da kann man jetzt erstmal nichts dran machen. So, dann warte ich jetzt noch gleich nur noch den Bauhof ab. Und jetzt haben wir hier unten schon wieder so einen Mini-Stützpunkt. So, der ist fertig. Da seht ihr jetzt hier die große Betonplatte. Die haben wir neu dazugekommen. Finde ich sehr geil. Also hier brauchen wir auch wieder einen zweiten Bauhof. Oh Mann, Freunde. Okay, gut, aber die Raffinerien, die stelle ich dann trotzdem hier vorne hin.
Zack, 3x3, passt ja, soweit, ne? Und ja, Freunde, würde ich mal sagen, ich habe auch den ein oder anderen Abonnenten noch bekommen über die Feiertage, was mich sehr freut. Vielen Dank. Seid auch mal gegrüßt hier an dieser Stelle. Ne? Und ja, bauen wir jetzt erstmal nochmal die Raffinerie auf, erforschen ein bisschen, wie wir es halt immer machen. Ne? Und die Karte ist groß, ja, große Karte. Ach, was ist das denn hier? Okay, ist noch einer. Na gut. So, gut, wir haben noch 2000 Credits. Das ist natürlich das Ding, ne? Am Anfang, wenn man den Bau aufrüstet, der braucht 1000 Spice. Aber ich werde erstmal am Anfang zwei Raffinerien bauen, bis ich feststelle, dass ich Scheiße gebaut habe. Und, wow. Und dann ja, nochmal laden muss, weil der Gegner halt mit viel zu viel Geschiss ankommt. Aber das hoffe ich mal, das wird jetzt nicht passieren. So, der nimmt nach wie vor auf, das ist schon mal sehr gut. Bisschen weiter erkunden fahren. Ich hoffe jetzt mal, dass er nicht gleich direkt angeschissen kommt. Wir haben hier unten auch noch keinen Schallpanzer. Aber den können wir jetzt bauen, das ist schon mal mega geil. Schallpanzer, ich liebe Schallpanzer. Damit werde ich auch jetzt angreifen. So, ich glaube, das reicht erstmal von der Erkundung her. Ja, Freunde, während die Raffinerie jetzt aufbaut, möchte ich nochmal ein paar Kommentarschreiber begrüßen, die hier doch sehr eifrig bei diesem Projekt dabei sind. Das ist zum einen der Chris18. Sei gegrüßt an dieser Stelle. Freut mich, dass du dabei bist. Dann gibt es hier noch einen neuen Kommentarschreiber, und zwar Team BRLT oder Team BRT. Tut mir leid. Entschuldige bitte, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, aber ich hoffe, dass es so passt. ja, freut mich auch, dass du dabei bist. So, die Kaserne kommt hier hin. Gut, welche Kommentarschreiber gibt es noch? Genau, der Mr. Nightworker darf natürlich nicht fehlen. Freut mich auch, dass du wieder dabei bist. Sei gegrüßt. Gut, dann gibt es noch den Zoglock. Der hat sich auch die letzte Folge angeschaut und sich über die Manneken gefreut, dass ich die platt fahre. Ja, das ist einfach die effektivste Methode hier in dem Game einfach, ne? Wie man schnell die Sachen los wird. Und halt auch die kostengünstigste Alternative, sag ich jetzt mal so. Ich habe zwei Raffinerien, dann baue ich jetzt eine Energie und einen Außenposten. Moment mal, den Außenposten kann ich sogar vielleicht schon... Warum baue ich denn kleine? War doch große. Kann ich vielleicht sogar schon bauen. Ja, Freunde, und der Mr. Nightworker hat sich über die KI ein bisschen echauffiert. Dass die hier in diesem Spiel so strohdumm ist, ja, kann ich bestätigen, aber kennt man ja, ne, aus Command & Conquer auch. Dass die KI nicht die hellste ist. Und, ja, genau, wie ihr seht, ich gehe direkt auf den, Raumhafen. Weil ich doch schnell hier oben den Raumhafen haben will. Konstruktion bereit. So, reicht das von der Energie? Das reicht leider nicht, das habe ich mir schon fast gedacht. 83%, okay. Aber der Gegner, der lässt mich auch noch in Ruhe, das ist schon mal ganz gut, ja. So, dann baue ich jetzt mal hier weiter mit Energie. Ach, ich hätte auch zwei 3x3 nebeneinander setzen können, dann könnte ich dreimal Energie bauen, aber... Ja, Freunde, das mache ich gleich. Ich kriege Verstärkung, das ist schon mal gut. Aber das heißt meistens auch, dass der Gegner gleich angeschissen kommt irgendwo. Ah, shit. Je nachdem, was für Verstärkung... Oh ja, Panzer. Zwei Panzer, geil. Okay, das heißt, der Gegner ist nicht weit. Wenn wir Verstärkung hier kriegen, heißt das, der Gegner kommt irgendwo. Aber ich habe ja erstmal eine gute gute Grundverteidigung. Ich stelle die mit Lagerungswaffen mal hinten hin. Kampfpanzer vorne hin. Genau. Dann, wo bleibt der Gegner? So, ich werde jetzt nämlich direkt den Raumhafen bauen. Oh. Ah.
Was braucht man denn nochmal für eine... Ich habe doch einen Außenposten. Konstruktion bereit. Ach, verdammt. Brauche ich jetzt doch hier unten eine große Panzerfabrik oder was, ne? Wird gebaut. Ja gut, na dann. Fahr mal unten hin, Trike. Da brauche ich noch die große Panzerfabrik. Bereit. Ach, verdammt. Oder? Ja, eigentlich schon. Ja, ja. Da schießt irgendwas. Ich hab's gehört. So, ich muss noch mal kurz aufstoßen. Ja, ich hab mich... Da kommt er. Da kommt der Gegner. Zack, weg damit. Sehr schön. Ja, Hakonnen ziehen sich nicht zurück. Es ist eine Falle. Aber da... Och, du Scheiße. Jetzt kriegt er aber einiges an Verstärkung, ey. Meine Güte. So, ja, dann macht das mal weg da. Schafft ihr. Ja, sehr schön. Sadukas! Shit. Ernsthaft? Ja, die Sadukas, die sind ziemlich heftig, die Mannequin. Och, du Scheiße! Oh Gott, muss ich das vielleicht sogar laden, hä? Fahr du mal da drüber, bitte. Die Sadukas, die sind ganz schön heftig. Scheiße, ey. Vor denen habe ich echt Angst. Weil die machen so Schaden, da kommt noch mehr Panzer. Ach, du Scheiße. Uiuiui. Ja, okay, komm, egal. Die können da drüber fahren, sehr schön. Gut. Mach weg den Scheiß! Um Gottes Willen! Ich habe keinen Bock... Alter, da kommen noch mehr. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass der jetzt hier mir auf den Sack geht. So, das ist weg. Dann macht ihr das mal kaputt. Sehr schön. So, dann auf den Panzer da. Bekomme ich jetzt den Raumhafen? Jetzt habe ich den Raumhafen, sehr gut. Mach den scheiß Panzer weg. Ah ne, der Sammler. Okay, der Sammler, der kann bitte weiterfahren. So, dann mach mal die... Oh, den ersten Angriff habe ich noch überstanden, Freunde. Puh, gut. Wow. Okay, das war schon mal heftig, Freunde. Das war schon mal extrem heftig. Boah. Wow. Das werde ich auch erstmal speichern, dass ich das überlebt habe. Boah. Krass, ja. So, dann rüste das mal auf. Nach dem Strom brauche ich direkt die, den Raumhafen und die Raketentürme. Die brauche ich jetzt ganz dringend hier anscheinend, ne? Oh, Gottes Willen, Alter. Das war jetzt gerade, puh, ganz schön knapp schon. Da muss ich mich erstmal erholen. Und der Sammler auch. Ah, habe ich gar nicht vergessen. Habe ich noch gar nicht gesagt. Die Sammler hier, die heilen sich auch. Genau wie bei Command & Conquer. Die heilen sich auch bis zur Hälfte. So, aber jetzt werde ich erstmal... Ich brauche Verteidigung. Ich brauche hier eine vernünftige Verteidigung. Dann geht ihr mal bitte da weg. So, ich brauche nämlich Raketentürme hier. Ich brauche diese Raketentürme. Auch wenn die teuer sind, aber ist es mir egal. Auch noch einen dritten Sammler, oder? Ne, zwei reichen erstmal. Puh, Freunde. Krass. Krass, krass. Aber sobald ich hier die ersten Raketentürme stehen habe, wird das schon besser werden. Das wird schon. Boah, das war ganz, ein ganz schön heftiger Angriff gerade. Boah. 107. Ah, das reicht sogar noch. 107. Ja, eben war es 111 oder so. Geil, da kann ich zwei Raketentürme bauen. Okay, das ist schon mal sehr gut. Soll ich einen Sammler bauen? Nee, ich brauche die Kohle gleich fürs Bestellen. Fürs Bestellen der Flugzeuge. So, bessere Strategie. Und ja, wie gesagt, nochmal um auf das Thema Kommentarschreiber zurückzukommen. Seid alle gegrüßt und es freut mich, dass ihr alle dabei seid. Es reicht doch nicht. Ernsthaft? Ja, okay. Aber knapp, 99%, okay. Dann mache ich die Energie jetzt hier unten hin, komm. Diesmal mit kleinen Platten erstmal noch. Jetzt zum Beispiel hätte ich ein Problem, weil die Raketentürme, die funktionieren ohne Strom nicht. Hier, das kann ich mal reparieren hier. Das muss ich sogar reparieren. Ja. Ja, ah doch! Ah, okay, aber ich brauche trotzdem Energie. Sehr gut. Okay. Das lag nur daran, weil das Kraftwerk halt kaputt war, ne? Ja, 103%. Da ist ein Wurm, okay. Ich dachte, das wäre ein Gegner. So.
Ja, ich hab's gesehen. So, dann brauche ich hier noch das Kraftwerk. Dann baue ich jetzt hier den Raumhafen hin, baue hier einen Bauhof hin und mache hier oben die ganze, ja, Forschung und Einheitenproduktion weiterhin. Ne? Also Basis ausweiten. Das mache ich hier sehr gerne in dem Spiel. Ist auch nötig. So, jetzt nicht geizig sein. Wenn der Wurm hier ist, dann schickt den Sammler mal lieber nach Hause. Ja, der kommt. Nee, schickt ihn mal lieber hier vorne drauf. Aufpassen, du bleibst auch erstmal hier, bitte. So, lass den Wurm erstmal verschwinden. Gut. Alles klar, dann kannst du auch bitte hier unten hinfahren. Ja, sehr schön. Okay, alles klar. Und jetzt habe ich hier schon zwei Raketentürme stehen. Das ist schon mal eine sehr große Hilfe. Weil der ja meine ganzen Raketenpanzer platt gemacht hat, das Arsch. Und, ja, ich müsste eigentlich die Kohle jetzt ausgeben für einen Bauhof gleich. Aber 1510, ich glaube, so günstig kriegt man keinen Bauhof. Nee, gut. Dann baue hier einen, bisschen sparen noch. Okay, so, ich kann aber mal speichern. Und die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hoch machen, wenn das geht. Das geht hier irgendwie nicht. Doch. So, jetzt, genau. Ah, so ist perfekt. Das ist aber schon ganz schön schnell, wa? Das ist schon ganz schön schnell. Nee. Das ist mir zu schnell. Auch nicht so langsam. Wartet mal. Ja, der Balken hier, der ist ein bisschen komisch. So müsste das passen. Ja, so passt das. Mhm. Okay, so geht's. Gut, dann speichere das nochmal. Spiel gespeichert. Oder soll ich doch einen Bauhof zuerst? Ja. 1928. Ich bin am Überlegen. Die Flugzeuge brauche ich erstmal noch nicht. Die Flugzeuge brauche ich erstmal nicht, weil, Freunde, das Beiß ist ja noch relativ in der Nähe, sag ich mal. Okay. 8%. Raketenturm, komm. Zack. Ich brauche erstmal eine vernünftige Verteidigung hier. So. Das Beiß ist ja noch sehr nah dran. Später dann, wenn es hier hingeht oder hierhin, dann hole ich mir auch die Flugzeuge. Noch 3 Minuten. Aber jetzt momentan, nö, brauche ich nicht. Erstmal verteidigen. Ah, da hat wieder ein Wurm zugeschlagen. Das finde ich sehr gut. So, das passt. Boah, passt genau. Okay, so, dann kann ich da links noch... Kraftwerke hinbauen, oder? Ja, hier unten. Noch eine Minute. Soll ich das machen? Ja, muss ich wahrscheinlich sogar machen. Hä? Oder hier oben? Na, Moment. Nee, komm. Mach erstmal hier den Bauhof. Ja, was mache ich dann hier unten hin? Das ist jetzt die Frage. Na doch. Ah, ich werde es so machen. Ich werde hier 4 Silos hinmachen. Dann unten links ein Kraftwerk. So, dann mach hier mal den Bauhof hin. Die 3 Raketentürme, da können sich selber verteidigen. Sehr gut. So, Freunde. Ich brauche sowieso noch ein Kraftwerk. Alles klar, dann geht ihr mal bitte hier oben hin und verteidigt da. So, dann baue ich hier noch das Kraftwerk hin. Dann baue ich hier jetzt mal gleich mal die Forschung auf. Ich habe ja schon fast alles eigentlich, ne? So, geht ihr mal hier hoch. Jawohl, Sir. Konstruktion bereit. Zack. Gut. Hightech-Fabrik kommt als nächstes dran. So. Dann reden wir jetzt mal weiter hier, Junge. Dann kann ich nämlich den Luftangriff machen. Da kommt damit irgendwas. Ah, sehr gut. Das sind aber nur Manneken, das heißt, ich muss noch die Belagerungswaffen hier hinstellen. Alles klar. Der Sammler? Oh, der Sammler. Ah, okay. Ja gut, das ist jetzt egal. Ja, Hightech-Fabrik. So, jetzt... Ja, keine Ahnung. Belagerungseinheiten. Komm, ey. Auf das Manneken da drauf. Schieß doch!
So, weg damit. Sehr schön. Och, du Scheiße. Und weg. Und weg. Und weg. Weg damit. Oh, sehr gut. Boah, zum Glück habe ich... Das war ganz schön knapp. Aber passt noch. Passt noch sehr schön. Okay. Dann haben wir das. Upgraden wir die für einen Luftangriff. Und bauen jetzt große Betonplatten. Sehr schön. Das haben wir... Das haben wir relativ souverän gemeistert, den Angriff. Jetzt mal hier weiter mit dem X-Forschungszentrum gleich. So, okay. Aber ich baue erstmal noch eine kleine Panzer... Kleine Panzerfabrik. Kommst du her? Weg damit. So, ach du Kacke. Ach du Kacke, ach du Kacke. Ja dann, schieß da drauf. Oh. Ja, das passt schon. Okay, die kriege ich hin noch. Die kriege ich noch hin. So, ich brauche hier unbedingt die kleinen Panzer. Okay, kleine Panzer. Na, fahr drüber, komm. Ja, dann... Oh Mann, scheiße, ich brauche Einheiten. Oh Mann, oh Gottes Willen. Ja, dann habe ich jetzt zwei... Oh, ach du Kacke. Für den Herzog. Neue Bauoption. Ja, lass den mal hier hinkommen. Lass den mal hier hinkommen. Das ist schon ganz gut so. Komm mal zurück. Zieh die mal in die Raketentürme rein. Oh, bitte. Ah, scheiße. Ja, okay, dann bau Quad. Schnell hier. Ja, toll. Das kann ich verkaufen. Ah, verdammt. Warum kann ich keine Panzer bauen? Oh je, Freunde, tut mir leid, aber das muss ich jetzt nochmal laden. Shit! Spiel geladen. Ah, super. Das tut mir jetzt leid. Jetzt bin ich, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Ach, verdammt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gebraucht habe, aber weißt du was, dann bau Panzer, komm. Ich muss mich mehr verteidigen hier. Ach, verdammt, Freunde. Es tut mir leid. Aber das war gerade schon... Ich glaube, ich habe nicht so viel Zeit verloren. Ui, nicht schlecht, mit was der da ankommt. Nicht schlecht. Gibt es hier keine Sounds mehr? Doch, ich wollte schon sagen. Also ich darf hier nicht nur tecken. Nicht nur tecken. Okay. Alles klar, dann mache ich halt mal. Ach Gottchen, Freunde. Ein Panzer mehr. Die sind alle im Arsch, das ist das Problem, ey. Die sind alle im Arsch. Habe ich das jetzt bestellt? Ja, habe ich, gut. Naja, ich weiß. Aber das geht schon. Da kommt der Bauhof. Sehr schön. Da habe ich jetzt einen Panzer mehr. Mal gucken, ob das gleich ausreicht. So, Bauhof kann direkt hier hin. Scheiße, ey. Da haben die mich echt auseinandergenommen gerade. Kampfpanzer. Ich brauche mehr Panzer. Na super. So, beide Sammler. Ja, okay. Ja, der hat mich da auseinander zerpflückt, hat er mich da. So, ah, Moment, nee, ich brauche hier. Ich mach mal eine leichte Waffenfabrik. Zuerst hier oben. Um mich einfach da oben zu verteidigen, das ist einfach. Warum konnte ich eben eigentlich keine kleinen Panzer bauen? Das war gerade ein bisschen komisch. So, noch ein Panzer. Ja, jetzt habe ich natürlich keine Kohle mehr, ne? Da kommt er. So, okay. Da kommt er jetzt mit dem Mannequin. Alles klar. Nehme ich jetzt einfach einen Panzer und fahre die platt. Weil die haben mich auch eben ein bisschen aus dem Konzept gebracht. So. Weg damit. Und... Hörst du auf? So, fahr die platt. Fahr die platt. Ach Mensch. So, fahr da drauf. Sehr schön. Ihr habt keine Chance gegen die Panzer. Sehr schön. Weg damit.
Weg damit, weg damit. Ich liebe das Wenig-Plattfahren hier einfach. Und... Ah, das ist scheiße. Das ist scheiße. Tschüss, Panzer. Ja, toll. Scheiße. Egal, Freunde, das hat doch schon mal gepasst soweit. Ein Schweiker nicht bauen, ja, nee. Konstruktion bereit. Belagerungseinheit, dann kümmer du dich mal um den. Der hat keine Chance. Der hat keine Chance. Sehr gut. Alles klar. Dann haben wir das. Gut, dann spare ich mal ein bisschen Kohle. Um Himmels Willen, ey. So. Hightech-Fabrik nochmal. Wird gebaut. Bereit, Commander. So, dann gucke ich mal, dass ich das jetzt hier schaffe. Hiermit. Den nächsten Angriff zu überstehen. Da ist noch ein Minikin. So. Ja, ich hab's gesehen. Fahr den kaputt. Los. Fahr den kaputt. Ach, der... Der will mich da irgendwie rauslocken. Keine Ahnung. Da kommt der nächste Angriff. Zack. Weg damit. So. Keine Chance. Sehr gut. Das ist das, was mich eben aus dem Konzept gebracht hat. Was da jetzt kommt. So, erstmal speichern nochmal. Damit ich nicht wieder nachspielen muss. So, gut. Wird ausgebaut. Die ausbauen erstmal. So, diesmal bleibe ich mal hier unten mit meinen Einheiten. Mal gucken, was es bringt. So. Bereit, Commander. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Alles klar. So, ja gut. Baue ich das X-Forschungszentrum gleich hin? So, da kommt der nächste Panzer. Jetzt bin ich besser vorbereitet, mein Freund. Alle drauf. Alle drauf da. Drauf da. Verdammt. Weg damit, sehr schön. Okay. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, das ist... Das ist ein Devastator. Scheiße. Spezialpanzer der Hakon, der ist übertrieben mächtig, Freunde. Übertrieben mächtig. Da müssen wir jetzt aufpassen. Den müssen wir jetzt erstmal runterkloppen. Das wird schwer genug. So, wenn die Raketen hinter mir schießen. Drauf da, komm, drauf da. Schießt. Mach den kaputt. Der ist saugefährlich. Oh, Gott sei Dank, ey. Zum Glück konnte der nur einmal schießen. Das sind die Panzer. Halleluja, ey. Die sind heftig. Oh, scheiße, 108%. Ah, nein. Immer diese Energie. Hier unten wollte ich eigentlich noch eine dritte Raffinerie bauen, deshalb. Ja, mach ich, komm. Dann mach ich das jetzt hier mit der Energie. So. Kein Geld. Das ist jetzt. Jetzt ist das unpraktisch auf jeden Fall. So, wir haben den Schallpanzer, Freunde. Mein Lieblingspanzer der Atreides. Werde ich auch gleich mal einbauen, wenn ich genug Kohle habe. Die werde ich dann hier hinter die Raketentürme stellen. Um damit dann meine Verteidigung ein bisschen aufzubessern. Weil die machen auch richtig viel Schaden. Nutzen quasi Schallwellen. Und dadurch werden dann die Leute, glaube ich, von dem Krach oder keine Ahnung, was da die Technik hinter ist. Ja, gehen die dann drauf. Und langsam brauche ich Flugzeuge. Ich schieß mal da drauf, damit da mehr Kohle rauskommt. Langsam brauche ich die Flugzeuge. So. Gut, was brauche ich denn jetzt noch hier oben? Eigentlich habe ich ja fast alles, ja. So. Okay, Freunde, dann baue ich jetzt noch die Werkstatt hier hin. Wenn die Energie reicht, aber ich glaube schon, ja. Die muss reichen. Dann baue ich hier unten noch eine Raffinerie hin und dann werde ich Einheiten produzieren. Und das nicht zu knapp. Nein, kein Sammlerstau, fahr doch hier oben rein. So. Dann werde ich Einheiten produzieren, Freunde. Konstruktion bereit. So, alles klar. Wie viel Energie? 105. Brauche ich hier noch... Ja, hier drei Kraftwerke noch. Konstruktion bereit. Und hier erstmal noch eine
schwere Panzerfabrik. Wird gebaut.